Freunde, das letzte große Update der Season 3 ist jetzt da und es ist eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Ich kann jetzt schon mal erwähnen, dass wir kein Live-Event bekommen werden. Ein Solo-Event zum Start der nächsten Season ist immer noch möglich, aber sehr unwahrscheinlich, weil es keine Anspielungen dazu gibt. Kann sich aber in den nächsten Tagen noch ändern. Es gibt keine Dateien und so weiter. Eine große Enttäuschung für mich. Also kein Live-Event an einem bestimmten Datum. Aber vielleicht noch ein Solo-Event, wie es in Kapitel 2 Season 6 mit der Nullpunktkrise so war. Aber die erste Änderung in diesem letzten Update von Season 3 ist im Item-Shop, denn Epic Games hat einiges, was mit Käufen, mit Freundeslisten-Einstellungen und mit Rückgaben-Tickets und so weiter verändert. Und als allererstes haben wir ein neues Overlay im Item-Shop. Ihr seht zum Beispiel Stil-Vorschau zeigen, ist jetzt viel sichtbarer, kann man besser sehen und besser anzeigen, wenn man dieses Item besitzt. Wenn man das Item nicht besitzt, so wie hier, kann man das immer noch gut sehen. Also das haben die besser gemacht als davor. Danach wurde allgemein die Schaltfläche für V-Bucks holen oder Freunden schenken nochmal angepasst, sodass es sehr modern aussieht. Dann wurde aber trotzdem einiges verändert, was die Freundesliste und so weiter angeht. Und dazu gibt es auch einen eigenen Blogpost in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt nicht alle Details durchgehen, aber das Wichtigste werde ich euch mal so grob zusammenfassen, in Stichpunkten. Zuerst, Freunde, gibt es im Itemshop jetzt die neue zum Kaufen halten Funktion für alle Käufe im Spiel. Das heißt, wenn ihr euch ein Item holt, das ihr noch nicht besitzt und dann es kaufen möchtet, dann müsst ihr gedrückt halten, um es zu holen. Zum Beispiel, ich kann hier jetzt dieses Item holen, danach muss ich das einfach gedrückt halten, um das zu bestätigen, dass ich dieses Item zu 100% haben will. Und dann gibt es die neueste Änderung, Freunde, man kann auch den Kauf natürlich rückgängig machen, indem man die Taste gedrückt hält. Aber hier wurde ebenfalls was verändert, denn Käufe von kosmetischen Gegenständen mit V-Bucks können nun so lange rückgängig gemacht werden, bis ihr sie entweder im Spiel ausrüstet oder 24 Stunden vorbei seid. Also wenn ihr das Item gekauft habt, dann habt ihr 24 Stunden Zeit, es ohne zu spielen zurückzugeben oder bevor ihr es im Spiel benutzt, zurückzugeben, also rückgängig zu machen. Weiter geht's mit der neuen Speichern-Funktion bei Angabe eurer Zahlungsmethode, worauf ihr mit Ja oder Nein antworten könnt, was halt das mit dem Ankreuzen ersetzt. Es gibt auch eine neue zusätzliche Privatsphäre in der Freundesliste, denn ihr habt jetzt beim Sprachchat die Möglichkeit, auf öffentlich zu haben, also für alle Freunde, Teammitglieder, nur Freunde oder niemand zu haben. Im Spiel ist jetzt die Kindersicherung weiter oben im Hauptmenü der Lobby und es gibt auch eine neue Einstellung, mit der Eltern festlegen können, dass eine Kindersicherung-PIN eingegeben werden muss, bevor ihr Kind Freundschaftsanfragen senden oder annehmen kann. Für Spieler, die angegeben haben, jünger als 18 Jahre alt zu sein, werden einige Einstellungen auf die höchste Privatsphäre zurückgesetzt. Ich glaube, das betrifft die meisten von euch. Für Spieler unter 16 Jahren wird nun zudem der Filter für anstößige Sprache standardmäßig eingeschaltet, ohne dass ihr was daran geändert habt. Und die letzte Sache, kommunikative Features, zum Beispiel der Chat, das Hinzufügen von Freunden, also wenn ihr jemanden adden wollt, können nun eingeschränkt werden, um schlechtes Spielverhalten zu adressieren. Also wenn jemand euch mobbt, beleidigt oder sonst was, könnt ihr das besser einschränken und Epic Games melden. Alle weiteren Details, wie gesagt, in der Videobeschreibung, da gibt es zum Beispiel eine aktualisierte Richtlinie zu Rückbuchungen. Eine sehr interessante Sache wurde jetzt gepostet zu Season 4 und Season 5. Denn der Leaker Tom Henderson und der Videospieljournalist, der in den letzten Wochen einige richtige Insider-Informationen gepostet hat, behauptet jetzt, dass Kapitel 3 Season 5 am 5. Dezember beginnen soll. Und Kapitel 3 Season 4 soll einen Tag davor enden, was heißt, dass der 4. Dezember das Ende für Kapitel 3 Season 4 ist. Womit es eine 78-tägige Season wird, was sehr, sehr, sehr kurz ist. Also beim Realitätsbaum, bei den Realitätsranken und bei den Realitätswurzeln hat sich immer noch nichts getan, weil wahrscheinlich der Aufbau erst in den nächsten paar Tagen stattfindet. Und ihr seht ja gerade die Items in meinem Inventar, die aber heute ab 15 Uhr nicht mehr da sein werden. Auch die Aufträge dazu werden verschwinden, für die Schattenwoche oder für die Schatten von Phantasma-Woche werden verschwinden. Oh, ich wurde jetzt voll ehrenlos getötet, aber wie gesagt, die Aufgaben, die ihr gerade seht, ganz oben, Schatten vor Phantasma, werden ab heute 15 Uhr nicht mehr verfügbar sein. Das liegt daran, dass eine neue wilde Woche beginnt mit einem neuen Thema, und zwar bekämpfe Feuer mit Feuer. Und da wird sich so einiges im Spiel ändern, nicht nur itemmäßig. Und zwar werden folgende zwei Items aus dem Tresor kommen, die Rachenodem-Schrotflinte und die Zeitflammenbogen.
Eine Season, also die Schrotflinte kam in Kapitel 2 Season 5 rein, der Flammenbogen natürlich eine Season später. Und die werden dann wieder verfügbar sein, wobei die Saufkanone auch mit den Glühwürmchengläsern häufiger auf der Insel zu finden sein wird. Auch natürlich IP-Aufträge werden verfügbar sein, damit ihr schneller leveln könnt. Jedoch wird der Flammenbogen und die Drachenoden-Schrotflinte auf dem Boden in Truhen verfügbar sein und die Pfeile für den Bogen sind auf dem Boden und in Munitionskisten verfügbar. Glühwürmchengläser werden auch am Boden und in Truhen zu finden sein, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit. Saufkanonen findet ihr am Boden und in Truhen anstatt nur von Lamas oder von NPCs. Und dazu gibt es auch eine neue Wettkampfanmerkung mit 21.51, also dem Patch, dass diese Änderungen nicht in Arena-Modi verfügbar sein werden. Zwei letzte Sachen noch, einmal eine neue Portalfunktion, die für Kapitel 2 Season 5 geplant war von Epic Games. Das wurde aber verschoben. Die Konzepte kommen vom Epic Games Mitarbeiter Breland Gale raus und zeigt, wie diese Funktion in Fortnite aussehen könnte. Sehr interessant, und ich habe auch vermutet, dass das Portalgerät von Jones damals irgendwann mal als Item reinkommen wird, aber das ist noch nie passiert. Aber diese Portalfunktion und dieses Konzept von dem Epic Games Mitarbeiter macht Sinn, dass es bald reinkommt, denn Epic Games arbeitete in dieser Season auch an einer Portalfunktion mit Realitätssetzlingen für Risse. Also, dass man bei Realitätssetzlingen Risse erschaffen kann, aber es wurde wahrscheinlich wieder verzögert, vielleicht wird es bei einem möglichen Live-Event wieder benutzt. Und eine Sache noch zu der Secret Lab und Fortnite-Kooperation, denn das wurde jetzt angekündigt, ein neuer Gaming-Stuhl, neuer Merch, neue Kissen werden jetzt gepostet oder veröffentlicht. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch mal anschauen. Sehr, sehr, sehr teuer auf jeden Fall, aber alle, die sich das kaufen, werden eine exklusive Lackierung bekommen, die scheinbar nicht mehr wieder in den Itemshop kommen wird, obwohl sie es schon einmal war. Das war's meinerseits, Freunde. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir müssen jetzt nur noch abwarten. Nächste Woche startet Season 4. Deswegen tragt gerne meinen Supporter Creator Code LightSky10 ein, welcher dann bis zu Season 4 hält. Und falls ihr euch den Battle Pass dann holt, würde es mich freuen. Und unterstützen natürlich. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao.